Sehr herzlich willkommen dem Gästetrainer Florian Schnaubenberg. Florian, dann darf ich dich um deinen Kommentar zu den 90 Minuten bitten. Ja, schönen guten Tag zusammen. Natürlich, wenn man hier zum MSV fährt und weiß, die brauchen noch heute eigentlich unbedingt die 3 Punkte, dann wissen wir natürlich, dass wir eine sehr, sehr gute Leistung brauchen, wenn man hier was mitnehmen möchte. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir es geschafft, in vielen, vielen Phasen kompakt zu sein, am Flügel immer wieder zu doppeln. Darüber hinaus waren wir unheimlich gefährlich mit unseren Standardsituationen. Wäre schön, wenn wir das auch in den letzten Spielen so beibehalten können. Gehen mit 2-0 in Führung. Haben dann sicher 1-2 Momente im Konter, ja, wo man vielleicht sogar ein drittes Tor machen kann. Nichtsdestotrotz war auch in der ersten Halbzeit der MSV in Form von Ballbesitz schon die dominante Mannschaft. Aber wie ich eben sage, ist es uns dann noch oft gelungen, ja, die Flügel zu schließen, außer beim 1-2. Und das war vielleicht schon so ein Knackpunkt, dass wir nicht mit 2-0 in die Halbzeit konnten. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat meine Mannschaft alles gegeben. Hier läuferisch Wahnsinn, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach dann, ja, dem Druck, muss ich sagen, so ein bisschen erlegen sind. Die Mannschaft, die Ballbesitz hat, die den Gegner laufen lassen kann, ja, dann spürt man natürlich dann irgendwann auch, dass bei uns dann irgendwann mal die Akkus leer sind. Jede Mannschaft hat aktuell sicherlich Probleme und geht am Zahnfleisch, aber dafür war dann der MSV zu dominant und dann ist es uns schwer gefallen, ja, am Flügel überhaupt noch doppeln zu können, geschweige denn für Entlastung zu sorgen, haben dann vielleicht noch die eine Situation mit Terence Boyd. Aber nochmal, wenn man so viel gegen den Ball arbeiten muss wie wir heute, der Puls dann schon mal vorne hoch ist und man vielleicht auch ein bisschen zu müde ist und die letzte Konzentration dann fehlt, den nochmal zu setzen. Draußen muss ich sagen, hat man so ein ganz klein bisschen Bedenken, dass der Ausgleichstreffer zu früh gefallen sein könnte. Aber wird meine Jungs dann gegen den Ball, ja, haben sich in alles reingeworfen bis zum Schluss, haben sicherlich auch das Quäntchen Glück dann nochmal den Punkt mitzunehmen. Aber bin eben gefragt worden, ob wir jetzt enttäuscht sind, nach 2-0 Führung nur einen Punkt mitzunehmen. Ich muss sagen, wir wären vorher sehr zufrieden gewesen, hier was mitzunehmen. Und wenn man das ganze Spiel nimmt und die Wucht, ja, die Thorsten dann auch reinbringt mit allem Offensiven, was da ist, dann bin ich mächtig stolz, was die Jungs hier geleistet haben und dass wir mit einem Punkt nach Hause können. Auch Halbzeittabellen sind eher uninteressant. Wir sind heute wieder einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Klar brauchen wir auch noch Punkte, das wissen wir auch. Aber ich denke, wenn wir die Willens- und Laufleistungen in den letzten 2 Spielen nochmal auf den Platz bringen können, dass wir unser großes Ziel dann auch erreichen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Florian. Thorsten Lieberknecht, bitte. Ja, stolz ist ein großes Wort, glaube ich, aber es trifft heute auch zu, wenn du 2-0 hinten bist durch die bekannte Standardstärke und wir haben sie eben halt jetzt auch nochmal gesehen, da verhalten wir uns individuell, verhalten wir uns da schlecht, das muss man sagen, da gibt es ganz klare Dinge, die wir besprechen, wie die Jungs sich verhalten sollen und gerade heute wäre das wichtig gewesen, weil eben Halle gerade bei den Standards eine richtige Stärke hat. Aber trotzdem, das Wort stolz, es macht mich auch stolz, eben wenn du 2-0 hinten bist, mit dieser Situation erstmal umzugehen. Wir alle wussten, dass wir vor dem Spiel diesen Dreier unbedingt holen wollten und auch brauchten. Und dann dieses Spiel dann zu drehen und dann halt auch vielleicht noch komplett zu drehen, das macht einen stolz, weil auch, was Florian sagt, es ist eben halt eine massive Belastung, die auf den Jungs lastet. Und wenn dann die mentale Situation dann auch noch dazu kommt, dass du mit der dann eben halt auch dich beschäftigen musst bis 2-0 hinten und verlierst vielleicht heute den kompletten Spieltag, dann muss ich sagen, tut's gut, wenn man dann jetzt nach dem Spiel ja, es wäre noch besser gewesen, wir hätten den Dreier geholt, aber es tut gut, eben zu sehen, dass wir voll bei der Musik dabei sind und dass wir nach 3 Endspielen, die wir hatten, jetzt 2 Endspiele noch haben. Und das, denke ich, hat sich die Mannschaft dann heute auch redlich verdient, dass sie nicht komplett den Spieltag und dann vielleicht die Saison verloren hätte. So war es ja, die Situation, dass wir in der zweiten Halbzeit ja, trotzdem eine Phase hatte, wo ich gedacht habe, wir kriegen noch mehr Druck drauf. Da war es mir ein bisschen zu schleppend, aber mir fällt es schwer, meine Mannschaft irgendwo zu kritisieren, außer bei den Standards. Und die eigenen Standards, da bin ich jetzt heute wirklich auch mal so, dass ich sage, die sind einfach schlecht getreten. Auch da ist es so, wir brauchen dann den Schützen, der die Bälle bringt. Aber ich tue mir trotzdem schwer, die Mannschaft zu kritisieren, weil ich weiß, wie sie sich zeigen möchte und was sie erreichen will. Und von daher denke ich, bin ich jetzt momentan so, dass ich nach Blick der Tabelle jetzt erstmal sagen muss, okay, wir sind weiterhin dabei,
Das war ein Ziel, du hast 2-0 hinten gelegen, hast 2-2 noch gespielt. Ich denke, wir können dann irgendwo beide Mannschaften trotz allem zufrieden sein. Und ja, euch wünsche ich natürlich dann für die nächsten Spiele, dass ihr euer Ziel erreicht. Und ich wünsche uns Ähnliches. Vielen Dank, Thorsten. Wir haben die Fragen der Medien wie immer gesammelt. Für den Halleschen FC hat das mein Kollege Lars Töffling getan. Lars, bitte. Ja, es gibt 3 Fragen, allerdings ist die erste schon beantwortet, die lasse ich deswegen weg. Die zweite Frage lautet, die Mannschaft sah sehr müde aus nach der Pause, wurde auch schon gesagt. Ist da auch genug Saft da, um gegen den FC Kaiserslautern am Mittwoch die restlichen nötigen Punkte zu holen? Wir müssen definitiv jetzt erstmal sehr, sehr gut regenerieren. Ja, die Jungs müssen noch ein bisschen schlafen, viel schlafen am besten. Und dann werden wir uns ab Montag nach einem freien Tag morgen, weil wir fahren ja noch eine ganze Strecke zurück, ja, auf Kaiserslautern vorbereiten. Mit Niklas Landgraf, der hat seine 5. Gelbe gesehen. Bei Toni Lindenhahn müssen wir mal gucken, ob das hoffentlich keine Zerrung ist in der Wade. Und dann werden wir gucken. Am Mittwoch ist auch Basti Mai wieder zurück. Das wird 11 Spieler auf dem Platz kriegen, die das ähnlich machen, wie wir in den letzten Wochen oder Spielen gezeigt haben. Mit hoher Laufbereitschaft, mit großem Willen. Ja, das große Ziel auch zu erreichen. Gegen FCK auch eine schwere Aufgabe wird, ist ganz klar. Aber jetzt ist Regeneration erstmal groß geschrieben und so wie ich meine Mannschaft jetzt kennengelernt habe, bin ich mir sicher, dass sie am Mittwoch auch wieder alles aus sich rausholen werden. Letzte Frage zum Doppeltorschützen Toni Syhre. Ihre Einschätzung und ob er auch möglicherweise mit Sebastian Maimer zusammenspielen könnte in einer Verteidigung? Also erstmal hat Toni jetzt heute doppelt getroffen, aber auch in 60 schon ein Kopfballtor gemacht. Er ist sehr, sehr gefährlich, weil er gut einläuft, aber auch weil die Ecken sehr gut kommen. Er ist wichtig, einen Schützen zu haben, der jetzt aktuell die Bälle so auf den Punkt bringt, wie wir das tun. Deswegen sehr, sehr gut. Eine Option ist das immer. Wir wollen aber erstmal schauen, um jetzt ohne jetzt schon auf eine Aufstellung für Mittwoch zu schauen, wie wir jetzt hier auch rauskommen. Der eine oder andere lag eben schon, brauchte Behandlung, das wird überall dasselbe sein und deswegen wird das Allerwichtigste sein, relativ frische Jungs am Mittwoch gegen guten Gegner aufzubieten. Danke. Vielen Dank, Thorsten. An dich kommt die Frage einmal nach dem frühen Wechsel von Max Jansen auf Peter Sliskovic und dann, wie du Stoppel heute gesehen hast und wie wichtig er noch werden kann in diesen mindestens 2 Spielen, die wir noch haben. Also die Auswechslung von Max war rein taktisch bedingt. Wir hatten eben Situation 2-0 hinten und deswegen haben wir dann was verändert mit Petta. Da ist eben die Situation, er lag vor 14 Tagen, jedem ist es ja bekannt, lag der auf dem OP-Tisch und hat sich beide Leisten da machen lassen. Und dann hast du natürlich auch, wenn Vincent Vermey dann ausfällt, hast du auch erst überlegt, bringst du ihn direkt, aber du weißt natürlich nicht, wie lange er da durchhält. Ja, und, das war einfach taktisch begründet, die Auswechslung, weil Max in den letzten Spielen hat sich diesen Einsatz mit Yassin und Albu eben halt auch verdient, weil er, finde ich, eine klasse Leistung gezeigt hat. Und zu Stoppel ist es so, wie denke ich, wie bei allen Spielern, die heute, wo wir so ein bisschen all in gegangen sind, jetzt mit Vincent Gembalis, mit Arne Sicker, die überraschenderweise gestern mit Stoppel auch dann einen Daumen nach oben gezeigt haben und grünes Licht gegeben haben, dass sie sich zur Verfügung stellen. Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich habe alle Leute, die dann auch medizinisch mehr Plan haben wie ich, gefragt, ob das wirklich okay ist und alle haben gesagt, das passt und sie haben durchgehalten und das tut gut und da wir neben Stoppel alle Männer brauchen, denke ich, steht heute dafür sinnwillig eben Peter Sliskovic. Also daher hat auch Stoppels Oberschenkel gehalten und, und wir hoffen auch, wenn wir jetzt gut regenerieren, dass wir genügend Power dann auch für die Bayern haben. Die letzte Frage kommt dann noch. Braunschweig geht heute in Zwickau in der 90. Minute mit 2:1 in Führung und fängt dann in der Nachspielzeit noch 2 Tore, dass sie 3:2 verlieren. Wie bewertest du jetzt unsere Situation im Aufstiegsrennen? So wie ich es gesagt habe, wir sind erstmal gut beraten, bei uns zu bleiben. Natürlich guckt man dann immer auch, was die anderen tun. Es hätte heute ein Tag werden können, wo man gesagt hätte, so jetzt sind wir alle down. So ist es ein Tag, wo wir gefühlt ähnlich wie ihr auch sagen können, es ist alles noch drin. Ich glaube, beide Mannschaften haben heute gezeigt, dass sie ihre Ziele erreichen können. Und ich glaube, wenn man uns jetzt mal sieht, ich habe einfach das Gefühl, dass wir
vielleicht auch mal ein bisschen Glück von oben haben und sagen, okay, die Jungs reißen sich wirklich den Hintern auf, die hätten vielleicht verdient, aber dann sind wir im Profifußball, da gibt es dann halt ein paar andere Dinge, die dann auch zählen. Beiden Trainern vielen Dank, dir auch Lars und euch beiden jeweils 6 Punkte in der kommenden Woche, macht zusammen 12. Guten Heimweg und gute Erholung. Schönes Wochenende. Uns auch.